Ja, hallo, meine Hüttenbewohner und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal mit einer neuen Haribo Edition. Und zwar die Hütten Edition. Ja, Leute, kennt ihr alle Haribo Brezel? Ja, es gibt schon die Haribo Salzbrezel. Die sind mega lecker. Die mag ich total gerne. Für Leute, die auf Lakritz stehen. Ich finde diese Haribo Salzbrezel, die schmecken auch süßwürzig statt salzwürzig. Also warum sie Salzbrezel heißen, keine Ahnung. Ich finde sie süß. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal wirklich süße Brezel von Haribo. Ihr seht hier einmal vier unterschiedliche Geschmacksrichtungen in den Sorten Apfel, Kirsche, Orange und Zitrone. Sie gehören mit zu der Edition von den Almdudlern. Ja, die habe ich ja auch schon für euch getestet. Die Almdudler und die Haribo süßen Brezel, die gibt es in einem Stand zu kaufen. Also sie liegen eigentlich, wenn ihr sie im Supermarkt sucht, nebeneinander. Also sie gehören zusammen. Es ist eine Hütten-Edition. Wie gesagt, sie wird nicht ins Standardsortiment eintreten. Daher probieren wir sie jetzt einmal und ja, ich bin gespannt auf diese Sorten. Ich konnte anhand, ich taste da ja auch immer dran. Es ist wirklich eine sehr feste Konsistenz. Sie sind nicht vegetarisch, dennoch sehr fest. Und es riecht komisch. Also es riecht nicht fruchtig, aber es riecht so nach Gummi. Jetzt aber auch nicht nach Fruchtgummi, sondern einfach nur nach Gummi. Wir haben hier einmal ein Grün, also Apfel. Die Wellensittiche habe ich in diesem Testvideo auch mal eingeladen für euch, für Leute, die das interessiert oder die es mögen. Dann hört ihr nicht nur das Geschnatter, sondern ihr seht es auch. Ihr seht hier, es ist richtig fest, also es ist echt, also, naja, also, oh. Also, wenn ihr künstliche Zähne habt oder irgendwie ein Gebiss, lasst die Finger davon. Sie sind echt richtig zäh. Apfelgeschmack ist aber da. Der ist sehr lecker. Geht auch tatsächlich so in die Richtung saurer Apfel. Der Geschmack ist gut. Die Konsistenz ist scheiße. Ihr kennt mich. Ich sag, was ich denke. Hier einmal Kirsche. Auf Kirsche würde ich jetzt nicht kommen. Mehr so Erdbeere. Apfelgeschmack war besser. Hier haben wir jetzt einmal Zitrone. Ja, ich mag nicht so Zitrone, ihr wisst das. Auch bei Fruchtgummi nicht. Schmeckt nach Zitrone eben nicht wirklich geil. Und Orange, ein orangenen Brezel. Ja, und Orangengeschmack ist auch vorhanden. Am besten hiervon gefällt mir die Sorte Apfel. Die ist echt lecker. Aber davon, dass ich hier eine Sorte nur richtig gut finde, die auch noch am wenigsten vorhanden ist in der Tüte, würde ich sie mir echt nicht nochmal kaufen. Also die Konsistenz, Leute, ich mag das nicht. Diesen festen Kaukram. Nee, also das ist nicht mein Fall. Es schmeckt nach... Es sind die typischen Haribo-Geschmäcker, die man kennt, nur in einer anderen Form. Und, ja, es klebt nur an den Zähnen. Und, ja... Ich bleib bei den Salzbrezeln, Leute. Durchschnittliche 5 Punkte hierfür und wir sehen uns. Tschüss!